Das Kaiserreich, in seiner Selbstansicht ein moderner Staat, wollte sich in seinen frühen Jahren von seinen katholischen Einflüssen lösen. Die katholische Kirche hatte noch sehr großen Einfluss im Bildungswesen, also unterhielt viele Schulen, aber auch im Bereich Fürsorge war sie sehr aktiv. Und das waren Bereiche, die man eigentlich eher dem Staat zuordnen wollte. Im Gegenzug war es dann so, dass das Kaiserreich, also der Staat selber, dann in kirchliche Angelegenheiten sich einmischte und dort Einfluss ausübte. Dieses Ringen um Macht gipfelt im sogenannten Kulturkampf, der vor allem für das katholische Westfalen und damit auch den Kreis Warndorf interessant wird. Der Staat legte von nun an Kriterien fest, die Pfarrer erfüllen mussten, um ihren Beruf auszuüben. So war zum Beispiel ein Studium notwendig. Viele Pfarrer hatten diese Qualifikation nicht und wurden deshalb aus dem Amt entfernt. So geschah dies auch beim Pfarrer Bruns in Wadersloh. Der Kaplan Brüggemann entschied sich aber dagegen, einen vom Staat eingesetzten Pfarrer einzusetzen. Und so blieb die Kirche für 10 Jahre von 1874 bis 1884 geschlossen, was in der katholischen Bevölkerung für sehr großen Protest sorgte. Dass der Widerstand gegen diese Maßnahmen hart bestraft wurde, zeigt das Beispiel vom Münsteraner Bischof Bernhard Brinkmann. Dieser ist für den Kreis Warndorf so interessant, weil er im Kreisgefängnis von Warndorf einsitzen musste. Draußen harrte eine ungeheure Volksmenge des hohen Gefangenen und begrüßte den geliebten Bischof mit unaufhörlichen Hochrufen, um hoch demselben ihre treue Liebe und Anhänglichkeit in diesem ernsten Augenblicke auszudrücken und zum Abschiede seinen bischöflichen Segen zu empfangen. Unter Tränen riefen viele ihrem treuen Oberhirten ein letztes Lebewohl zu. Die katholische Gesellschaft wird durch ihren Protest geeint. Sie versöhnt sich aber auch in den nächsten Jahrzehnten sehr schnell wieder mit dem Kaiserreich. Bismarck fokussiert sich mehr auf die Sozialdemokraten und braucht dafür eine starke katholische Mehrheit hinter sich. Eine für das Archiv sehr interessante Auswirkung des Kulturkampfes ist die Einführung der Standesämter und damit auch der Zivilehe. Und dies sieht man ganz besonders schön an unseren Personenstandsregistern. Das Video zu den Personenstandsregistern finden Sie auf unseren Social-Media-Kanälen.